Jesse-Magazin und das Gunda-Werner-Institut haben ja gemeinsam ein Dossier zu Reproduktionstechnologien gemacht. Diese Kämpfe betreffen ja vor allem schwarze Frauen, Frauen of Color und Romja. Und ich wollte gerne mit dir über genau diese Kämpfe sprechen. Das ist Emilia Roark. Sie ist Aktivistin und Forscherin zu Feminismus und Antirassismus. Und ich bin Hengame Yagobi-Fara, Redakteurin beim Missy Magazin. Was sind denn die Kämpfe von Frauen of Color und schwarzen Frauen innerhalb von Europa zu reproduktiven Rechten? Die Kämpfe sind vor allem Selbstbestimmung, also über den eigenen Körper selbst zu bestimmen, über den eigenen Körper selbst zu verfügen, aber auch in diesen Kämpfen nicht instrumentalisiert werden und auch nicht bevormundet werden. Und zu Selbstbestimmung gehört nicht nur keine Kinder zu haben oder wenige Kinder zu haben oder zu entscheiden, wann und wie viele Kinder, sondern auch Schwangerschaften zu erlauben und so viele Kinder haben zu können, wie erwünscht. Und das ist eigentlich in einer postkolonialen Perspektive zu betrachten, dass in Europa Frauen of Color wurden und werden immer noch auch als die Reproduktion, also diejenigen, die verantwortlich sind für die Reproduktion der schlechten Rasse, der schlechten Gruppen in der Bevölkerung, während weißen Frauen eben für die Reproduktion der guten Genen. Deswegen ist Zwangssterilisierung, Zwangsabtreibung gehört auch zu der Geschichte von Frauen of Color. Aber nicht nur Frauen of Color, sondern auch Frauen mit Behinderung, auch Menschen mit Behinderung. Roma-Frauen und Native American Women in den USA sind immer noch davon betroffen. Das heißt, es ist nicht nur in Zeiten vom Krieg, sondern auch in Zeiten von Frieden sozusagen, so, das ist immer noch passiert. Es gibt in Europa und in Nordamerika, also grundsätzlich auch in anderen Teilen der Welt, eine Tradition von Eugenik. Und das heißt eben, dass Genozid nicht nur mit Umbringen verbunden ist, sondern auch, es heißt auch Geburten vermeiden, Schwangerschaften vermeiden. Und es ist ein integranter Teil von Genozid, und das sollte nicht ausgeblendet werden. Und dieses Genozid ist auch so eine Praxis, die weiter, auch nach Beendung des Krieges, weitergeführt wird. Das ist auch in Verbindung zu setzen mit Assimilationspolitiken und Praktiken, die eben zu der Vernichtung der Kultur, aber auch zur Vernichtung eben der Völker auch gehört. Welche rassistischen Diskurse werden denn beim Thema Familienplanung impliziert? Beim Thema Pille zum Beispiel, Migrantinnen oder Frauen of Color und vor allem muslimische Frauen, die in traditionelle Familien leben und die sich weigern, aus religiösen Gründen die Pille zu nehmen, werden oft stigmatisiert und als antifeministisch gesehen und ihnen wird diese unterwürfige Rolle auch so zugeschrieben immer wieder. Und das gehört auch zum Bild von der Mutter mit vielen Kindern, die nicht arbeitet, die eine Last für das Sozialversicherungssystem darstellt. Und das sind Bilder, die eben so diesen Politiken prägen. Diese kommt aus dem Senegal und bedeutet Fruchtbarkeit. Diese kommt aus Tansania und bedeutet Schwangerschaft. Und diese kommt aus Kenia und bedeutet Geburt und Kindererziehung. Diese kleinen Statuen sind eben sehr wichtig, weil sie haben einen sehr großen Empowerment-Effekt. Also sie können sehr unterschiedlich interpretiert werden, aber ich habe mal früher über Eugenik erzählt und die Tatsache, dass ganze Bevölkerungsgruppen müssten vernichtet werden. Und das zeigt auch so die Resilienz eben von den Frauen und von diesen Gruppen. Sie sind in der Bedeutung auch afrodiasporisch. Wir sehen das in den USA und in der ganzen Karibik. Die Kinder und die Schwangerschaften von schwarzen Frauen haben sie, gehörte ihnen nicht. Das heißt, die Babys wurden sofort weggenommen.
Und das war extrem gewalttätig. Und jetzt ist es ein bisschen so, ja, wir nehmen das wieder, das gehört uns. Und das ist eben so ein bisschen eine Zusammenfassung vom Kampf, von Kampf um reproduktive Rechte für diesen Frauen. Welche reproduktionsrechtlichen Kämpfe von schwarzen Frauen und Frauen of Color werden denn heute noch unsichtbar gemacht? Ich würde sagen, also da zu der Frage möchte ich gern ein Konzept in den USA stammt, aus den USA stammt und von schwarzen Frauen auch entwickelt wurde, das heißt Reproductive Justice. Und das soll also holistischer und intersektioneller und vor allem so inklusiver als die klassische Mainstream-reproduktionsrechtliche Bewegung sein. Und was es heißt, ist vor allem, dass eben nicht nur auf Pro-Choice und Recht auf Abtreibung, Recht auf die Pille, Recht auf Verhütung fokussiert wird, was eigentlich die Interessen vorrangig von weißen Mittelschichtsfrauen sind, sondern auch das Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und schwanger zu werden, so viele Kinder zu haben, wie er wünscht. Und das betrifft eben Menschen, die historisch von Eugenik betroffen waren. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass wenn die Mehrheit von queeren Paaren biologische Kinder haben könnten, dass sie auch von Eugenik betroffen wären. Und sie werden schon durch die heteronormative Ordnung auch ausgeschlossen von vielen Rechten, also Recht auf Adoption, Recht auf künstliche Befruchtung. Und das ist auch ein Kampf um reproduktive Rechte. Ein feministischer Kampf. Das heißt, was Reproductive Justice als Bewegung sagt, ist, dass alle Menschen mit Gebärmutter sollten in ihren eigenen Entscheidungen unterstützt und respektiert werden. Das heißt, nicht mehr so diese eindimensionale Perspektive von der Mainstream-Pro-Choice-Bewegung. Und da in der Hinsicht ist es wichtig, auf transnationale Kämpfe zu verweisen, weil ja, Patriarchat und Rassismus als Systeme sind eben transnational, deswegen können wir in Europa sehr viel von eben Reproductive Justice lernen und von den Kämpfen von Native American Women und sie wiederum können auch viel von unseren Kämpfen hier in Europa und vor allem so von den Gruppen, die immer noch implizit von diesen Politiken betroffen sind, zum Beispiel Roma-Frauen und Frauen mit Behinderung. Dieses Buch, so Essays and Speeches by Audre Lorde, Sister Outsider, ist für mich ein Buch, was sehr, sehr viel von meinem Denken geprägt hat. Und das ist eine Einladung, intersektionell zu denken und vor allem intersektionelle feministische Kämpfe zu führen, in einer sehr positive Art und Weise. Also ich finde es sehr voll von Hoffnung und deswegen, wenn es darum geht, die reproduktive Rechte inklusiver zu repräsentieren, also ja, zu repräsentieren und dafür zu kämpfen, finde ich eben Audre Lorde als ein Muss. Deswegen finde ich das da empowernd, aber auch es gibt uns sehr viel Hoffnung.